Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lost Grimoires 2 Spiegel der Dimensionen. Und ich hatte jetzt wieder eine gewisse Pause gemacht. Deshalb werde ich wohl erstmal nachdenken müssen, was hier noch alles war. Also Kristallschildkröte kann ich mich noch erinnern. Da sind wir das letzte Mal hingelaufen. So, komme ich hier irgendwie weiter? Brauche ich dafür ein Ventilrad? Irgendwie nicht. Aber das Ventilrad, was wir haben, können wir, glaube ich, hier hinten bei dem Brunnen nutzen. Genau, ich hab's doch noch richtig in Erinnerung. Seht ihr es? So, drehen wir mal. Und nun? Wow. Das hat jetzt ja echt viel gebracht. Kann mir jemand verraten, was genau das gebracht hat? Wir sollten mal ganz kurz zur Alchemie gucken. Eventuell kann ich schon wieder was machen. Die Legende besagt, dass dieses Rezept ein Geschenk der Meeresgöttin an die Perlentaucher des großen Meeres war. Ein Radiergummi? Ich brauche Kaviar. Das wird wohl nicht so einfach werden. Okay, jetzt bin ich dann doch ein bisschen verwirrt. Ja, das schieße ich später. Ne? Da brauche ich Schießpulver, blablub. Das ist schon klar, da komme ich jetzt nicht ran. Ist hier sonst echt nichts? Ist unvollständig. Kann ich hier noch irgendwas radieren? Der Radiergummi muss mir doch irgendwas bringen, dass ich den habe. Da komme ich auch nicht ran. Jetzt dachte ich irgendwie, das Ding, was hier liegt, ist eventuell das, was ich brauche. Eiscontainer verschlossen. Sieh einer an. Und wir haben Brecheisen bekommen. Habe ich mich doch nicht genug umgesehen? Mann. Wollen wir es mal aufbrechen? Nein. Ach, alles nicht so einfach. Aber das können wir aufbrechen. Hell yeah. Na perfekto. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Und ein Wimmelbild. Ein Wimmelbild. Wir benötigen zwei Halsketten. Eine sehe ich hier schon mal. Die zweite sehe ich jetzt aber auf den ersten Blick nicht. Müssen wir einfach im Hinterkopf behalten. Dann zwei Hände. Was zum Geier? Hände? Ah, da ist die andere Halskette. Also da wäre... Okay, eine Figur. Setzen wir die Figur mal zusammen. Haben wir zumindest die Figur schon mal. Das ist doch schön. Ah, das ist eine Hand. In Schalenform und hier ist die nächste. Dann bräuchten wir noch ein Armband. Hier. Dann ein Kätzchen, Ohrringe und Schlange. Kätzchen, Ohrringe und die Schlange. Eine Öllampe, die Nacht und eine Hütte. Was? Die Nacht? Okay. Hier ist die Öllampe. Ach so, dann wird das hier die Nacht sein. Wow. Gut, dass ich mittlerweile schon so viele Wimmelbilder gespielt habe, weil sonst... ja, ne? Diejenigen, die mir zugesehen haben, ihr kennt das ja. Eine Hütte... Die haben wir unten, so ein Lebkuchenhütten-Ding. Dann brauchen wir noch einen Fisch und den Tag. Den Fisch hätten wir hier. Ach, da wäre noch ein Fisch gewesen. Cool. Und den Tag. Wahrscheinlich ist es das mit der Sonne. Oh mein Gott. Wir kriegen eine Öllampe, die wir mit Öl füllen sollten. Können wir sonst noch was machen? Das können wir immer noch nicht aufmachen. Ja, mit der Öllampe kann ich da irgendwie temporär das Zeug mitnehmen? Wahrscheinlich eher nicht. Das führt mich immer nur hierhin.
Da fehlt uns immer noch ein Stückchen. Ich bin ein bisschen am Verzweifeln. Also ich komme mir gerade etwas dumm vor, muss ich echt sagen. Da ist ja doch nichts weiter. Habe ich was übersehen? Da kann ich nichts machen. Mit den Fischen kann ich, glaube ich, auch nichts machen. Das ist schon echt blöd gerade. Kann ich noch hier irgendwas tun? Nebel, der sich aus Dampf und Kristallstaub gebildet hat, verdeckt meine Sicht auf das Tor. Hat das vielleicht irgendwas mit der Öllampe zu tun? Eher nicht, ne? Wow. Okay, wir gucken jetzt einfach mal auf die Karte. Ich bin hier und hier gibt es noch eine unerledigte Aufgabe. Ich kann da halt auch nichts rausnehmen oder so. Leute, ich check's gerade nicht. Ich muss mal einen Tipp nehmen. Lädt auf. Es lädt noch immer auf. Oh Mann. Also ich soll hier irgendwas mit der Öllampe machen. Kann ich mit dem Radiergummi irgendwas tun? Lädt immer noch auf. Gibt's hier irgendwo eine Kerze? Also wir haben jetzt die hier, okay. Oh mein Gott. Die Lampe ist leer. Ich könnte sie anzünden, wenn ich etwas Benzin hätte. Ach du Schande. Okay, das habe ich mir jetzt nicht so genau angesehen. Nee, das war das nicht, ne? Nein, das war es nicht. Wo war denn jetzt das mit diesen Dingern? Das war es auch nicht. Das auch nicht. Aber hier war es, genau. Also löse das Puzzle, indem du Dreiecke vertauscht. Puh, Lieblingsaufgabe. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Nein. Genau, das wollte ich machen. Das gehört definitiv nicht so hin. Wir müssen das irgendwie rüberbringen. Na also. So, was gehört jetzt hier hin? Puh. Also das ist klar mit dem Boot, ne? Das muss halt hier dann irgendwo hoch. Vermute ich. Und hier müsste dann irgendwo noch so ein Ende hin. Ein Bootende. Ah. Nee. Das gehört hier unten hin.
Sehr schön. Jetzt schauen wir, dass wir das irgendwie hier hochkriegen. Ah, das wird doch. Das wird sogar sehr gut. Aber das passt jetzt irgendwie nicht so zusammen. Das aber auch nicht. Das auch nicht. Aber das passt. Das passt auch. Nee, 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 nee. Ich finde die Musik eigentlich ziemlich entspannend. Das passt. Holy Cannoli. Also das passt hier auf alle Fälle rein, aber das hier eben nicht. Das muss irgendwo runter. Und da gehört's auch nicht hin. Nee, 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 nee. Das ist schon richtig so. Aber was gehört jetzt hier hin? Hier gehört doch noch irgendwas drüber, oder? Aber das kann da nicht hingehören. Das kann da nicht, das gehört da drüben hin. Ja. Ah, das ist die verdammte Schildkröte. Entschuldigung, das ist die Schildkröte. Und verdammt ist die nicht. Das müsste jetzt eigentlich passen. Tut es nicht. Und jetzt funktioniert das nicht? Warum? Das ist eigentlich korrekt soweit. Das sieht aber nicht so ganz korrekt aus. Also wir haben die Schildkröte, die spielen schön mit dem. Das hier ist auf alle Fälle richtig. Hä, das ist doch jetzt alles richtig. Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube es eigentlich nicht. Es passt alles soweit. So viel zu, es passt alles soweit. Drücken wir mal drauf. Jetzt kriegen wir eine Muschel. Und eine Zange. Nutzen wir die Muschel dafür? Ja, Mann. Hervorragend. Jetzt haben wir schon mal Schießpulver. So, ich glaube, wir können das mit der Zange öffnen. Und da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Alles klar. Was ist das eigentlich? Feuerstein und Stahl. Achso, wir brauchen ja noch Öl dafür. Wir brauchen noch Öl dafür. Vertausche die Kartensymbole, bis sie die richtige... bis sie ihre richtige Position erreicht haben? Wie meinen die das jetzt? Hä? Ach so. So meinen die das. Okay, so schwer war das jetzt auch gar nicht. Antinebelkraftstoff. Ich finde das echt immer praktisch, wie toll die verschiedenen alchemistischen Rezepte immer wieder hier auffallen.
Na gut, häufig auf Schiffen und in Leuchttürmen genutzt und ist als Lampenkraftstoff bekannt, der sowohl natürlichen als auch magischen Nebel und Rauch durchdringen kann. Sehr gut. Nehmen wir mit. So, jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Dann schließen wir hier mal auf. Libertran und Kaviar. Dann würde ich doch sagen, machen wir hier noch schnell ein Rezept. 8, 8, 8. Im Endeffekt von allem 8. Abgesehen von diesen schwarzen Kohlesäcken oder was auch immer das sein soll. Kann ich mitleben. So. Halt, 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 das ist falsch. Hier so runter. Darüber, da hoch. Yeah. Das ist doch geradezu top. Wie Züge? Na, ich habe ja eigentlich genügend. Ich kann einfach auch mal solche Quatschzüge machen, die einem erstmal wenig bringen. Schauen wir mal, ob mich das weiterbringt. Ah, ein bisschen tut es das. So, jetzt müssen wir nur noch hier mit den Sternchen irgendwie was gedeichselt bekommen. Könnte komplizierter werden. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Jetzt haben wir 4, das ist ja immerhin schon mal was. Puh. Das werden wir wohl nicht schaffen. Und das liegt definitiv nicht am mangelnden Talent. Ja, das war's, ne? Pech gehabt. Wir müssen es gleich nochmal machen. Ja, so kann ich halt leider nichts anfangen, ne? Und wir dürfen nochmal von vorne anfangen. Ja, juhu, juhu, juhu. Es ist so toll, so schön. Tritratrolala und so. Ich glaube, von dem müssen wir echt nehmen, was wir kriegen können. Die sind einfach zu rar. Ich krieg die halt nicht zusammen. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal machen. Wie blöd ist das denn? Oh Gott, jetzt ist wieder ein so rüberge... Ach, kann bitte mal auch eins hier runterflutschen. Wenn ich die jetzt hier rausmache, dann rutscht ja auch nur das Zeug runter und das rutscht runter. Dann haben wir aber immerhin 3. Okay, noch einmal. Das hat uns auch nicht weitergebracht. Ich muss das hier irgendwie runterkriegen. Ach du Schande. Wenn ich die jetzt wegmache, bringt mir das nichts, weil ich es nicht kann. Ja, wir müssen es gleich erneut machen. Ich weiß nicht, hätte ich das gerade besser erledigen können? Achso, das sind Dinge, die ich nicht machen kann. Interessant.
Und büh. Und nochmal. Wow, wir sitzen jetzt ernsthaft an so einem Ding ewig dran. Geilo. Oh Gott, wenn ich das hier wegmache. Oh. Okay, wir haben schon mal 3. Wir müssen jetzt nur noch 5 schaffen. Das ist ja alles easy, wie wir gesehen haben. Kommt voll häufig vor. Warte mal. Das machen wir lieber anders. Oh, das ist super. Das kann ich hier runter sinken lassen. Dann könnte ich das hier wegmachen und dann... Schauen wir mal, ob wir rankommen. Wie kriege ich das jetzt hier ran? Höchstens das hier nochmal 2 abstürzen lassen, dann kriege ich hier... Nee, kriege ich nicht voll. Wartet mal. Jetzt. Ich werde schon wieder nicht schaffen. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt rankomme. Was kann ich denn tun, damit ich das hier irgendwie darüber kriege? Die kriege ich nicht weg. Ich meine, ich könnte es ja erstmal sinken lassen, ne? Okay, das ist schon mal was. Oh. Boah, Glück. Aber man muss auch mal Glück haben, ne? So, wir bekommen eine Sauerstoffblase. Was genau wir damit jetzt machen können, weiß ich noch nicht. Und das finden wir in der Folge auch nicht mehr raus, sondern erst in der nächsten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.